Herzlich willkommen zu meinem 11. Video aus der Reihe Scratch Cover. Und hier geht es jetzt um praktische Beispiele für diese Boolschen Werte. Du erinnerst dich aus dem vorigen Video, Boolsche Werte sind entweder wahr oder falsch, 0 und 1. Und Cara benötigt dies, um sich in seiner Welt zurechtzufinden. Und hier habe ich ein paar praktische Beispiele dann hinterlegt. Da steht hier Not Mushroom Front. Man kann diese Boolschen Ausdrücke hier recht schön sich anschauen und zusammenstellen. Wenn ich hier Mushroom Front zum Beispiel nehme, dann heißt das, Caro stellt sich die Frage, stehe ich jetzt vor einem Pilz? Und in dem Fall wäre das hier ja zutreffend, weil er schaut in Richtung Pilz. Wenn ich hier dieses Not nehmen würde, dann wäre das eine Verneinung. Caro stellt sich die Frage, stehe ich nicht vor einem Pilz? Und dann wäre das in dem Fall hier ja falsch, weil Caro tatsächlich vor einem Pilz steht. Wenn er gefragt hätte dann noch einmal, stehe ich vor einem Pilz? Dann wäre die Antwort wahr, ja, dann müsste man ja sagen im Prinzip. Gehen wir das hier jetzt anhand dieses Beispiels nochmal durch. Not Mushroom Front bedeutet in dem Fall, Antwort ist nein, denn ich stehe tatsächlich vor einem Pilz. Mushroom Front selber heißt wahr, weil ich ja tatsächlich vor einem Pilz stehe. Falsche Antwort bekomme ich dann praktisch, oder falsch ist es nicht zutreffend, denn Cara auf die Frage nämlich, stehe ich jetzt vor einem Baum, Tree Front? Nein, das stimmt nicht. Wahr wäre dann, Not Tree Front, stehe ich nicht vor einem Baum? Ja, das ist zutreffend, das stimmt, das ist wahr. On Leaf, stehe ich auf einem Kleeblatt, hier sieht man es. Cara steht auf einem Kleeblatt, also stimmt es, es ist wahr. Not Tree Left, das ist wahr, weil sich ja links von Cara tatsächlich kein Baum befindet. Befindet sich rechts, Tree Right, ein Baumstumpf? Ja, diese Antwort ist richtig. Und mit Hilfe dieser Boolschen Werte und der Verneinungen letztlich, also mit Hilfe dieser Funktion Not, kann Cara sich dann sehr gut in seiner Welt zurechtfinden. Mehr dazu zu Cara, seiner Welt und wie man ihn programmieren kann, dann in den nächsten Videos.